nicht ausrutschen. Ja. Versuch's. Und da, wo der Biber reingeht, gehst du auch rein. Gewisse Ähnlichkeiten sind ja da. Danke, danke. Keppe und Schwänen sind in Oberammergau. Und was könnte man hier lernen, außer der Bergjagd? Natürlich das Fliegenfischen. Und wir hatten schon die eine oder andere Gelegenheit, Fischer kennenzulernen und Bene sogar dieses großartige Handwerk auch zu lernen. Und er hat auch die Sportfischerprüfung bestanden. Deshalb darf er jetzt den Meister der nächsten Instanz, also des Fliegenfischens hier, Jean-Pierre, einmal über die Schulter gucken, um zu sehen, wie macht man eigentlich Fliegenfischen. Jean-Pierre, du bist nicht nur leidenschaftlicher Fliegenfischer, sondern tatsächlich auch Jäger, machst tolle Bücher. Ich freue mich sehr darauf, da heute Abend mal intensiv reingucken zu dürfen. Das Fliegenfischen, das bietest du hier an als Kurs, Guided-Kurse. Und was aber viel wichtiger ist, so wenn man mit dir spricht, merkt man ja schon, dass das Fliegenfischen eine Community ist, eine Lebenseinstellung, Lifestyle-mäßig so schon was Besonderes ist, kann man sagen, oder? Ja, würde ich unterstreichen. Also Fliegenfischen als Sport zu deklarieren, wäre, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich persönlich favorisiere da eher Neigung. Ja. Man könnte auch sagen, das ist eine innere Haltung, aber wie auch immer, es ist so ein bisschen wie deine alte Lieblingsjacke. Die hast du nicht jeden Tag an, aber du weißt, wo sie hängt. Und wenn du sie brauchst, greifst du hin, wenn dir danach ist. Und so ist Fliegenfischen auch eine Geschichte, die die meisten meiner Schüler, Kunden, Freunde ein Leben lang begleitet. Du hast ja jetzt auch schon dein Leben lang gejagt, insbesondere die Bergjagd hatte es dir angetan. Und nun hast du dich auch so der Fisch weit verschrieben, also die Jagd auf Fische, weil du sagst, das ist doch eigentlich noch ein bisschen anspruchsvoller und für mich das, womit ich eher leben kann und was ich als Lifestyle, als Lebensinhalt für mich erkannt habe, mehr noch als das Jagen. Ja, Christian, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich würde jetzt tatsächlich mich schwer tun, zu präferieren. Richtig ist, ich bin eigentlich mit dem Fliegenfischen groß geworden. Ich habe also das große Glück gehabt, hier an der Ammer aufzuwachsen, hatte einen Mentor, der mich von klein an, also sehr nah an diese Facette des Sports, des Angelsports herangeführt hat. Die Bergjagd ist später dazugekommen, aber ist auf Augenhöhe mit dem Fliegenfischen. Es gibt da unheimlich viele Schnittmengen. Wir haben uns heute schon ausgetauscht darüber. Insofern könnte ich jetzt wirklich nicht sagen, was mir mehr am Herzen liegt. Gell? Tue ich mich schwer. Bevor wir jetzt hier noch weiter ins Plaudern verfallen, möchte ich ganz gerne mal mit dir jetzt rausgehen und tatsächlich am Wasser. Also ich bin ganz gespannt, was jetzt noch passiert. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ich habe das, wir haben natürlich im Vorfeld schon ein, zwei Mal draußen vor der Tür geworfen, dass ich mich nicht gleich vollends zum Affen mache. Aber es ist wirklich hochspannend und ich freue mich sehr darauf, hier bei dir zu sein und das wirklich ja, von dem, freue mich auch. Um dir das zu lernen. Dann lass uns rausgehen. Wunderbar. Ich muss meine Hose noch mal enger machen. Ich habe so abgenommen. Hör auf! Da so langsam rechts runter, da glaube ich, kommt es gut rein, gell? Ja, das sieht gut aus. Genau. Es sind ja so Steckruten. Das sind vier- oder sechsteilige Steckruten aus Kohlefaser, ultraleicht, sodass auch die Damen, die unsere Sportart im Sturm erobern, gut damit klarkommen. Wie viel wiegt so eine Rute? Teilweise unter 40 Gramm. Wahnsinn. Ja. Und das hält auch, obwohl es nur gesteckt ist? Ja, das sind also unglaublich präzise verarbeitete Steckverbindungen heute, ja, die diese Routen auch unheimlich drucksteif machen. Gell? Also die halten sehr viel mehr aus, als man meint, wenn man so hinschaut. So zerbrechlich sind die nicht.
Also wie viel Kilo Fisch könntest du da jetzt mit fangen? Ja, ich würde mal sagen, 15 Pfund mit unseren. Ja, kein Problem. Kannst du jetzt einmal gucken, dass ich die nicht zu fest zusammen... Du sagst ja, das ist der größte Fehler. Ne? Ein bisschen zusammendrehen. Ja. Jetzt drehst du das einmal um. Da siehst du auf der Unterseite die Justierungspunkte, die in der Flucht sind. Du könntest einmal so durchgucken, wenn du alles fertig hast. Ja. Das ist egal. Und das reicht dann schon, so ein bisschen leicht zusammengesteckt. Genau, das reicht dann schon. Ja, die saugen sich praktisch an. Das ist ein bisschen ein Vakuumeffekt haben wir da. Gell? Und die Rolle, die da dran ist, ist ja auch eine andere als die wir sonst vom Angeln so kennen. Das ist eines der einfachsten Teile in der Sportart, die Fliegenrolle. Im Grunde nur ein Compartment für die Schnur. Natürlich haben die Rollen auch eine Bremsfunktion, sogar eine fein justierbare Bremse. Aber der Benni bremst seine Fische, kontrolliert die Fische mit dem Finger. Das hat er heute Vormittag schon mal gelernt. Und auch bei größeren Fischen kommt also die Rolle nur selten zum Tragen. Gell? Also die Bremsfunktion, meine ich. Im Grunde nimmt sie die Schnur auf und gibt die Schnur wieder frei. Keine Übersetzung, keine Schnurführung, das machen wir alles mit dem Finger. Das heißt, wir haben einen direkten Kontakt zum Fisch, was ich sehr charmant finde. Ja. Du spürst also jede kleine Bewegung, die die Forelle oder Esche macht. Das, ja. Das ist bei uns der Alltag. Und Bene hat ja gerade die Hand an der Brille gehabt. Ja. Wofür braucht man die? Das ist einmal UV-Schutz. In dem Fall hat er eine Polarisationssonnenbrille. Die nimmt die Reflexe von der Oberfläche. Er sieht sehr gut, wo er hinsteigt. Fliegenfische interessieren sich nicht nur für die Fische, sondern für das ganze System. Also wie ist die Unterwasserflora? Wie tief ist es? Zu mir gucken. Und die kannst du damit auch ohne Brille sehen? Ja, in dem Fall schon. Aber Bene sieht sie dreimal so gut mit seiner Brille. Darf ich die mal ausprobieren, deine Brille? Darfst du unbedingt. Und hauptsächlich ist Augenschutz, Christian. Ja. Also die Häkchen sind rasiermesserscharf, die kleinen, die an den Fliegen sind. Ja, und ein Windstoß, dann kann das schon mal passieren, dass du ein bisschen aus der Bahn gerät. Ja, also das okay. ist zwingend. Ja, okay. Also bei uns in der Schule geht kein Schüler ins Wasser ohne Augenschutz. Ja. Und coole sind sie natürlich auch. Ja, absolut. So, jetzt fädelst du das mal so durch. Genau, du nimmst sie dann so doppelt. Genau. So, jetzt musst du ein bisschen kippen. Ich komme da mit meinen 1,89 nicht ganz bis nach oben. Nee. Und Jean, sag mal, du hast ja schon mit ganz vielen falschem Wissen bei mir aufgeräumt. Ich habe ja wirklich gedacht, Fliegenfischen ist nur was hier für diese Region. Man braucht einen klaren Bach. Und bei uns da oben im Norden, in den trüben Kanälen, da bringt das sowieso nichts. Aber so ist das auch nicht, ne? Nein, das ist das klassische Vorurteil, das du mitgebracht hast. Ja. Haben wir korrigiert, hast du richtig erwähnt. Das heißt, wir können im Prinzip an allen möglichen Gewässersituationen arbeiten, ob klar oder angetrübt, ob stehend, also wir nennen das Stillwasser, ob es jetzt die Alpenseen sind oder ein Baggersee, wo du auf Hecht fischst. Wir haben auch nicht nur Forellen und Eschen als Zielgruppen. Ja. Also es gibt im Grunde nichts, was man mit der Fliege nicht beangeln kann. Das heißt sogar auf See? Natürlich. Wir fischen auch am Meer, an der Küste, ist sehr populär auf Meerforellen. Das Fischen auf Meerforellen hat eine ganz lange Tradition. An der Ostsee oben. Wir fischen auch im Salzwasser, Christian. Du kannst auch auf den Seychellen fischen, wenn du mit der Frau im Urlaub bist. Ja, genau. So, Benjamin, zeig uns mal, was du schon gelernt hast heute. Machen wir das jetzt vom Ufer aus? Oder? Nee, wir gehen rein. Wir gehen rein. Okay. Wir würden ein Stück runtergehen. Ja, ich weiß nicht, Benni, oder? Ja, gerne. Würde ich sagen, lass uns ein Stück runtergehen, dass wir hier ein bisschen aus der Schusslinie sind. Der Benni hat heute Vormittag mit mir auch schon ein bisschen gelernt, so ein Gewässer zu interpretieren. Das heißt, nach Strukturen zu suchen, die Fische lieben. Vertiefungen, Rückströmungen, Kehrwässer nennen wir das und so weiter. Und da suchen wir uns einen charmanten Spot und dann fangen wir mal langsam an zu werfen. Weil an diesen Spots die Fische dann dahinter stehen? Weil an diesen Spots die kleinen Nahrungsbrocken, also diese Unterwassertierchen, die Bachflohkrebse, die Nymphen, dem Fisch nicht nur einmal vorm Maul vorbeizischen, sondern 3-4 Mal. Ja. Ja, und das lieben Forellen insbesondere. Große, erwachsene, adulte Fische, sagen wir, und die besetzen solche Spots dann auch. Mhm. Also Bachforellen zum Beispiel sind sehr territorial. Das ist wie ein alter Berghirsch, der in seinem Windwurf bleibt und keinen anderen drin haben will. Ab welchem Alter ist denn so eine Forelle adult, also ausgewachsen? Hier, also es hängt von Gewässer zu Gewässer ab, würde ich mal sagen, auf jeden Fall 4 Jahre.
Ja, ah, ja. So. Und die hat dann so eine Länge von? Ja, die sind hier schon mit solche vier Fische? Jahren 38, 40 Zentimeter, können 43 Zentimeter mal sein. Ne? Da gibt es genauso Unterschiede wie beim Menschen auch. Manche wachsen ein bisschen schneller, manche ein bisschen weniger. Es gibt sehr schnellwüchsige Populationen, zum Beispiel in Island und Neuseeland. Da sind die mit 5 Jahren schon fast doppelt so groß, mhm, ja, und doppelt so schwer. Es hängt ein bisschen vom Biotop ab, wie produktiv ein Gewässer ist, wie viel Nahrung da ist und so weiter. Aber es hängt auch von der DNA ab, also, ja, das muss man auch sagen. Gell? Also, und wenn du jetzt eine unterjährige oder untermaßige Forelle hast, was machst du denn? Dann tun wir uns als Fliegenfischer sehr leicht. Dann würde der Bini die schonend ranholen, so mit dir, würde die Leine herholen. Und dann bräuchte er im Grunde nur das Häkchen, das ganz vorne sitzt, einmal anstupsen, dann fällt es raus. Fast von alleine haben, und ja, die Forelle, ja, verabschiedet, ja, sich wieder. Ja. Mehr braucht es bei uns nicht. Er könnte auch einfach nur die Rutenspitze runternehmen, dann fällt die Spannung aus der Leine. Das ist der gleiche Effekt. Also das ist sehr angenehm. Also der schluckt den Haken nicht? Nein. Und es gibt auch keinen Widerhaken, der dann irgendwo sich festsetzt? Das ist eben bedingt durch die Art der Nahrungsaufnahme, Christian, und die unheimlich kurze Reaktionszeit, die der Benni hat. Also er sieht dieses künstliche Insekt auf der Oberfläche zur Forelle treiben. Er sieht, wie die Forelle hochkommt. Und in dem Moment streckt er die Leine. Und der Fisch hat gar keine Chance, dieses Ding zu inhalieren. Spannend. Das geht nur beim Fliegenfisch. Ja. Das sieht so Porno aus mit deiner Brille, ey. Aber sehr hier schön. Merkt man ja auch schon, dass so eine richtige Strömung. Ausrüstung, aber auch so mit, ihr habt mich ja top ausgestattet. Macht auch schon einen großen Unterschied, ne? Ja. Also die Wassertemperatur merkst du schon. Ich merke, ich habe keine nassen Füße. Du hast ja nichts drunter. Ja. Du hast normal so Merino-Socken an. Ja, okay, ja. Gut. Pass auf, wir gehen noch ein kleines Stückchen denen. Ich zeig dir das jetzt einmal, ja, wie das ungefähr aussehen sollte. Ja. Hier haben wir also unsere Fliege, die haben wir in der Hand. Bisschen Leine draußen. Ja, so. Du lässt einfach ein bisschen was, ja, auf die Seite. Und du willst also hier unten drin diese Forellen anwerfen im Grunde. Das heißt, dass du die Fliege, ich sag jetzt mal 3, 4, 5 Meter vor deinen Zielobjekten behutsam aufs Wasser bringst. Ne? So ungefähr. Ja. Ja. Und die Strömung nimmt die Fliege jetzt mit ins Sichtfenster der Forelle. Jetzt nehmen wir die Leine wieder auf, hier mit der linken Hand, ja, wenn du sagst, das ist durch. Ja? Bringen die Leine in die Luft und machen das gleiche Spielchen wieder. Und da würden wir uns jetzt immer weiter rüber tasten. Ah ja, okay. Ja? Ja? Mhm. Bist du mental soweit? Ich zumindest mal versuchen. Mental. Ja, warte mal, ich helfe dir dann auch noch ein bisschen. Ja, das wäre super, weil ich bin jetzt schon... Her. So, jetzt pass auf, genau. Erste Schnur einklemmen wieder. Ja. Genau, jetzt tun wir erstmal die Leine in die Luft bringen wieder. Ja. Ein paar Ups, haben wir schon was gefangen? Siehst du, ein paar Leerwürfe machen. Ja. So. Und ablehnen. Und jetzt gehst du mit der Rutenspitze immer mit deiner Fliege mit. Du kannst dich ja mitdrehen. Okay. Ja. Okay, also die Rutenspitze zeigt quasi auf die Fliege. Damit, ja, du schnell reagieren kannst. Ah ja, okay. Und wenn du meinst, da ist nichts mehr, ja, hebst sie vorsichtig raus, ja, und machst das gleiche Spielchen wieder. Ja. Ist noch ein bisschen wenig Schnur, ne? Ja, kann man das nächste Mal ein bisschen verlängern. Okay. Und also wenn ich sie jetzt zurückhole, kann ich das, war das jetzt okay, wie ich das mache, oder? Das ist okay. Okay. Das ist alles gut. Ja. Genau. Du gehst immer so mit der Rutenspitze mit. Ja. Du könntest auch noch ein bisschen Schnur verlängern, wenn du willst. Ja. Ja? Also dann einfach noch ein bisschen treiben lassen, also ein bisschen sozusagen. Treiben lassen, genau. Okay. Und wenn du die jetzt zurückholst, machst du. So wie du es gemacht hast. Okay. Du bringst sie in die Luft. Ja, okay. Ja? Also könnte ich jetzt so. Kannst du auch so machen? Ja. Ja. Und dann. Jawohl.
Jawohl. Das sieht doch schon super aus. Spitze zur Fliege. Ja. Und immer mitgehen. Okay. Du kannst jetzt diese Leine ein bisschen nach oben legen, dass genau, dass keine Spannung drauf kommt, ja, und gleich wieder zur Fliege mit der Spitze. Ah, okay, okay, okay. Ja. Also du hast praktisch einen Wurfmodus, ja, und dann gehst du Spitze runter in den Fischmodus. Okay. Na, so, dann ist das vorstellen. Ja. Okay. Spitze runter, Leine ein bisschen umlegen. Jawohl. Und jetzt hängen wir. Raus. Nein, jetzt zieht's raus. Ah, okay. Passt, kommst. Ja. Kannst du nochmal umlegen. So, genau. Ja, irre. Also das ist ja schon, also hier im Wasser zu stehen, hat ja auch schon was Meditatives. So, absolut. Ne? Und absolut, dieses. Ja. Gut. Spitze runter, umlegen, sehr gut. Du machst das ganz prima, dann bin ich. Wirklich. Ja, bei dem Lehrer. Nochmal umlegen. Gut. Bisschen mit mehr Gefühl, ne? Ja. Genau. Also die, beim Umlegen soll sich die Fliege eigentlich nicht bewegen. Eigentlich nicht bewegen. Okay. Ja, genau. Okay. Du, sag mal, habt ihr. Also wir sind ja auch beides Jäger, ne? Und es gibt ja einige Bestrebungen so, die uns vielleicht in der Jagd nicht so passen, einige Entwicklungen. Habt ihr das beim Fliegenfischen auch? Ja, ja, natürlich. Also wir kämpfen auch mit den Veränderungen, die sich leider noch nicht im Fischereigesetz manifestiert finden. Okay. Ja, das heißt, wir haben eigentlich immer noch Regelungen drin, was die Entnahme von Fischen oder das Zurücksetzen von Fischen angeht, ja, die absolut nicht mehr zeitgemäß sind. Man muss ja denken, die Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert. Ja. Innerhalb von 50 Jahren. Das ist ja nicht viel. Ja. Ja. Von einer Zeit mit wenig Fischern und viel Wasser und viel Fischen zu einer Zeit mit unheimlich viel Fischern, Fliegenfischern. Ja, ja, ja. Und eine Gewässersituation, die mit dem Klimawandel kämpft, mit Fraßdruck kämpft, mit dem Fischotter, ja, kämpft, mit Gänsesägern kämpft, mit Kormoranen, ja, kämpft. Ja. Ja. Und da fragt man sich natürlich schon, ob das alles noch so griffig ist, was wir da formuliert, ja, haben. Das heißt, ob es tatsächlich Sinn macht, eine erwachsene, wilde, autochthone Bachforelle unbedingt in den Kochtopf wandern zu lassen, nur weil es der Gesetzgeber vorschreibt. Ja. Verstehe, ja. Also nicht falsch verstehen. Also ich freue mich, wenn meine Kunden und Schüler am Ende des Tages einen Fisch mit heimnehmen und sagen, den möchte ich gern mit einem guten Riesling mit meiner Frau genießen. Ja. Das gehört natürlich dazu. Ja. Aber so wie das lange, lange Jahre war, oder Jahrzehnte war, ja, davon auszugehen, dass der Korb immer voll sein muss mit, ja, Fischen. Ja. Ja, ich denke, dass da die Zeit abgelaufen ist. Okay. Ja, also was wir heute mit heimnehmen sollten, sind auf alle Fälle nachhaltige, abrufbare Erinnerungen an einen schönen Tag. Du hast das vorhin, ja, so schön gesagt. Ja, ja. Der Korb muss nicht voller Fische sein, ja, sondern er sollte voll mit schönen Erinnerungen, genau, sein. Genau, ja, so ist es. Wir haben, ja, auch nicht mehr Gewässer zur Verfügung. Das heißt, was ganz zwingend notwendig ist, dass die Ausbildung verbessert wird, ja, optimiert wird, angepasst wird. Also, dass man nicht nur werfen lernt und Fische fangen, ja, sondern dass man Bescheid weiß, wie funktioniert denn so ein Biotop? Ja. Was geht und was geht nicht? Wie sensibel sind die Flachwasserbereiche, ja, und so weiter? Ja. Das sind alles Dinge, die wir jetzt schon bei uns mit einfließen lassen in die Ausbildung. Ja. Seit Jahren schon. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das überall der Fall wäre. Und einige du ziehst mir gleich den Haken durch die Nase. Machen es jetzt auch. Oder durchs Ohrläppchen. Hast du Hunger oder warum wolltest du an die Fliege ran? Ja, aber das sind so die Herausforderungen, die man dann gemeinsam angehen muss. Ja. Ne? Spricht die mit uns? Nee, nee, mit dem Pferd. Okay. Ich fühle mich immer angesprochen, wenn es streng wird. Kennst du von zu Hause, ne? Genau. Ja, also es macht wahnsinnig Spaß. Es ist noch nicht ganz flüssig, glaube ich, bei mir. Ja, aber du hast Talent. Aber ich möchte das auf jeden Fall weiter betreiben. Wir bleiben jetzt hier auch noch ein bisschen und genießen die Zeit gemeinsam hier mit der Fliegenroute und hoffen, dass es euch natürlich gefallen hat. Jean-Pierre, ganz herzlichen Dank. Das war fantastisch. Schön, dass du da warst. Ja, war fantastisch. Und das, ja, letzte Wort hat natürlich unser Gast. Aber Christian, du möchtest bestimmt auch noch irgendwas sagen. Was also, Positives zu meinen. Ich finde es großartig, wie du es machst. Du kannst es schon, vieles kannst du schon sehr gut.
Das ist ein Hammel. Und herzlichen Dank, dass du uns hier so einen wunderbaren Eindruck sehr, vermittelt sehr gerne. Hast. Schön, dass er da war. Ja, und wir kommen gerne wieder, wenn wir dürfen. Yeah. Du drohst. Oh, nee, es war ein Ast. Ja, dann, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr noch dazu was loswerden möchtet, würde es uns natürlich in erster Linie gefallen. Ihr abonniert unseren Kanal, ihr lasst uns ein Like da und all das, was ihr noch mehr sehen wollt bei uns, das schreibt ihr wie immer in unsere Kommentare und dann freuen wir uns, dass wir noch viele gemeinsame Momente erleben dürfen. Horrido. Horrido. Prima. Ja, alles gut.